Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Tom und Dazzy Live. Ab heute mit einem neuen Layout, was nicht mal das alte ist für meinen Stream, müsst ihr dann jetzt an den Impressen. Bisschen vom Layout angepasst ist, Layout, was ich persönlich doch sehr schön finde. Ich hoffe, euch gefällt das auch. So, wie immer starten wir mal unser tägliches Ritual damit einfach Basis hauen, wie es den unseren Bewohnern geht. Damit, suchen wir die einfach mal und schauen, was bei denen halt so abgeht. So, wir fangen mal an mit dem guten Zimmer von der Michelle, aber die ist für Besuch bei Cookie, okay. Der Uwe ist hier und Uwe will auch was, dann schauen wir doch einfach mal zu Uwe hin, würde ich sagen. So, ich hoffe, alles geht's gut, liebe Leute, aber das klappen wir jetzt einfach mal aus. So, was gibt's? Du hast Hunger. Okay, dann holen wir da mal was zum Essen. So, müssen wir sagen, wie ist das hier einigermaßen? Eins, damit man mich immer noch gut sieht, wenn ich sage. So, ich würde sagen, fangen wir an mit dem Frühstücksteller, weil, I mean, es ist immer noch Frühstückszeit hier, so Zeit, nur was ich gerade aufnehme zumindest. Weiß ja nicht, wie das bei euch tatsächlich ist. Aber den fand ich tatsächlich gar nicht mal so gut. Okay, dann magst du keinen Frühstücksteller, das ist sehr schade. Leute loben kann ich wirklich nicht besonders gut. Leute loben kannst du ja nicht besonders gut. Mach nichts, ich brumme normal für auch nicht können. Passt. Ist eh überbewertet für dich, Leute, so loben ist ja so. So. Das ist okay. So, Pigman ist zu Besuch bei Kröte. Ja, hier geht's ja ganz schön. Okay, Sen ist da, aber Sen will nix. Dann Fabi ist im Café. David ist zu Besuch bei Kröte. Ach, David ist auch bei Kröte. Das sind so einige bei Kröte dann. Gehen wir auch gleich mal hin. Auch Gamer ist bei Kröte. Das ist eine fette Party. Okay, Cookie und Michelle sind zusammen. Ja, hier sitzt du viert. Was machen die da? Ich glaube, das ist so eine Art Fitness, denke ich mal, hoffe es mal, dass die da alles da machen. Ich weiß nicht, wieso wir in einem Apartment sind, nicht in unserem Haus, weil es macht da keinen Sinn, dass man ein Apartment zählt, wenn man auch in seinem Haus zählen könnte, aber okay, was soll's. So, Sophie ist bei Käse Besuch und da wird was gewollt, das haben wir da einfach jetzt auch mal hin. Guten Tag. Guten Tag, hey, was gibt's? Ich werde ohnehin sagen, wenn mir etwas Sorgen bereitet. Ja, das macht doch Sinn. Was hältst du davon? Klingt gut. Alles klar. Oh, nein. So, was gibt's noch? Bester Freund, was ist das eigentlich genau? Bester Freund, was ist das genau? Keine Ahnung, das könntest du lieber Key einfach mal, okay, einfach mal die Sophie fragen. Das ist ja deine beste Freundin. So, Spong ist halt auch ganz allein rum und Liron auch, jawohl. Okay, oh, Liron pennt. Ja gut, ist Aufnahmedatum 10 Uhr seit 50 am Morgen oder Mittag eigentlich sind fast, was auch immer. Verstehst du, dass da Leute noch schlafen wollen? Wobei das Ingame ja schon 12 Uhr 29 ist, der pennt ganz so lang. So, wir haben wieder ein Ereignis. Nämlich der Mittagsmarkt. Dann schauen wir noch mal hin. Im Park zu dem Mittagsmarkt, würde ich sagen. Ganz fantastisch aus. Diese Hausanzüge. Aha. Willkommen. Komm. Will man nicht sein. Nehmen wir zwei Stück. Okay, also das war jetzt der Wochenmarkt. Sehr, sehr interessant. Also Mittagsmarkt, meine ich da. So. Irgendwer zählt, glaube ich, gerade ein Café. Schauen wir da einfach mal vorbei. Jetzt gibt es da so eine Veranstaltung. In unregelmäßigen Abständen Männer treffen und Frauen treffen, okay. Ein Feld bei geringer Einwohnerzahl. Gut, da haben wir, glaube ich, noch nicht genug Einwohner. Tatsächlich, da muss noch ein paar mehr kommen. Was bis zum Stichwort bringt, Leute. Denkt dran, wer will, kann in diesem LP gerne mitzocken. Das ist so wild. Okay. Weil ihr könnt einfach eure eigenen Mies da reinbringen. Ich meine, was immer mehr, ne? Was immer mehr. Okay, Funhouse, interessant. Da kann man Sachen verkaufen, die man nicht mehr benötigt. Jetzt haben wir einfach mal rein ins Sandhaus. Also ich hab's schon mal gesagt, wir klossen generell ist nicht so lang, aber... Kosmetiktücher haben wir 5-mal. Braucht halt keine Sau. Ich glaube, davon können wir einfach mal... Hier, dafür bekommen wir 1 Euro, für Klopapier auch. Boah, Rucksack 50 Euro. Geisteskrank. Sand und 9 Euro, Klopapierrolle. Okay, Hotelseife 3 Euro. Plastikkorb 10 Euro. Ja gut.
Da kann man das Zeug jetzt einfach loswerden, aber habe eigentlich jetzt nichts. Nicht voll irgendwas loswerden. Wackelkopfpuppe. Boah, die sieht ja gruselig aus. Das ist, Schraube. Okay, die Hamsterfand ist cool. Wir halten aber sowas von. So, und wieder mal ein paar Leute. Was haben wir dementsprechend mal wieder rein in unser Apartment, was da jetzt so abgeht. So, alle fahren. Pikmin will hier, der macht gerade Sport. Lob es mir. Sport ist gesund. Also ähnlich. Ah, ist heute nicht auf Gegner mitgekommen. Tut mir leid. Guten Tag. So, was, wie kann man dir Gutes tun? Ich bin gespannt. Ja, zieh ich los. Guten Tag, ich bin's, Obo. Na, wie war ich? Täuschend echt, Obo. Das war total täuschend. Sehr ähnlich. Nicht wahr? Ist auch ganz genau deine Meinung. Das ist super, dass es auch ganz genau deine Meinung ist. Ja, ja, irgendwie ein bisschen verwirrend. Wenn es nicht deine Meinung wäre. Aber okay. Lassen wir es mal so stehen. Du willst gerne mit Michelle ins Kino gehen. Ja, why not? Mach. Oh, freut. So, mein David, der hüpft rum und winkt. Ich glaube, der will irgendwas. Hallo. Könnte halt erst letztes sein. Spielchen? Lust auf ein Spielchen? Ja, let's go. So, ich werde eh wieder verlieren, wie immer. Aber probieren's. Vielleicht klappt's ja doch. Kartenjunge. Alte Jungfer. Ach Gott, jetzt muss ich wieder eine Karte ziehen. So. Das letzte Mal hat es Pest gehabt mit links, deswegen mache ich jetzt einfach mal links. Ich habe gewonnen, als ob. Als ob ich mal sowas gewinnen, sonst gibt es halt erst nie. Gleich mal einen Screenshot machen, das mit Y, glaube ich, ging. Ja, weil. Gut, hast du auch im Stream irgendwie. Aber also in der Aufnahme, das ist ja Wurst, weiß ja keiner. So, nehmen wir das mittlere Geschenk. Oh nein, das größte wäre ein Fernseher gewesen. Weiß halt nie, ne? Sam wirst du es auch gut. Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach in deinem Haus stehe. Vielleicht fühlst du es deswegen beobachtet, aber es. Wenn du mal so eine Idee, muss ja nicht sein, dass da was Wahres dran ist, ne? Das muss das dieses nicht sein. So. Ich hab's Glück auf, kann das sein? Danke. Jetzt ist der Schluck weg. Wusste doch, dass ich das Stück auf hab. Und dass jetzt weg ist, wenn ich die Person instant in die Fresse haue, auf Stück auf, geht einfach immer weg. Das ist einfach Glühtalk. So. Was mache ich da jetzt? Weiß ich nicht, ist auch wurscht. So, jetzt haben wir nochmal so Gamer rein, da will nämlich auch irgendwo. Das haut immer so dermaßen grimmig da rein, das ist ja Wahnsinn. Hallihallo, schön dich zu sehen. Na, danke. So, was ist bei dir los? Ich habe gehört, dass Pikmin mit mir befreundet sein. Pikmin mit mir befreundet sein, ja, okay. Wie schön. Plus nicht. Sollte ich einmal mit ihm reden. Ja, red doch mal mit ihm. Jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Bin sehr gespannt. Knock, knock. Wo ist der? Jetzt wird es ausgetauscht. Bla, 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 bla. Und schauen wir mal. Wie das Ganze ausgeht. Irgendwie haben wir uns nicht so recht miteinander anfreunden können. Ach, das ist ja sehr schade, dass ihr euch nicht so recht habt anfreunden können. Passiert. Von David weiß ich, dass ich ihm blind vertrauen kann. Weiß gar nicht wieso. Oh, das ist ja schön, dass du weißt, dass du mir blind vertrauen kannst. Das ist sehr schön. So, und Sophie, da wird auch wieder was gewollt. Hallöchen. Guten Tag. Was soll ich sagen, wenn mir etwas Sorgen bereitet? Was sollst du sagen, wenn etwas Sorgen bereitet? Oh no. Oh no. Hatte ja keine Ahnung. Ja, das ist super. Oh no. Oh no. Ja, so also ähnlich. Das ist immer das Wildeste, wenn irgendwelche random Phrasen beibringt. Was ich mir denkt? Lol. Bei mir muss immer alles perfekt sein. Ja, das ist ein guter Anspruch. So. Und da will Michelle wieder ein Spiel spielen. Okay, mal schauen. Also, aber es wird was Einzige wieder verlieren, weil die Statistik spricht für sich. Okay, let's go. Spiel mal.
Klopf-Ringkampf. Lass deine Figur in einem spannenden Ringkampf antreten. Du gewinnst, wenn die gegnerische Figur zu Boden geht. Okay. Was muss ich drücken? Hilfe. Kloppe einfach immer wieder mit Tippen auf den Touchscreen. Jawohl, ich hab's gewonnen. Einfach die ganze Zeit draufgehauen. Das Abwehr ist aber heute. Was ist denn heute los? Das hört man die ganzen Minispiele gewinnen. Das gibt's ja erst nicht. Unbelievable. Unbelievable. Sagst du das, wie es ist? So. Diesmal machen wir aber aus dem Prinzip das Größte. Wetten, da ist jetzt das Kleinste drin. Und Strauß, passt. Gut, in der Mitte wäre das Wildere gewesen, ist immer so. Man wählt einfach immer das Falsche aus. Das ist einfach generell Fakt. So. In diesem Sinne, liebe Leute, bedanke mich beim Zusehen von dem Part von Tom und Dazilei. Im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin. Sage ich danke fürs Zusehen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.